Ja, gut. Raumdiagonalen, liebe Leute. Fangen wir erst nochmal vorher mit Flächendiagonalen an. Flächendiagonalen sind leicht, denn die gibt es in der Fläche. Also, man hört es schon am Wort Raum bzw. Fläche. Wenn ich eine Fläche habe, die Fläche, lass die mal ein Quadrat sein, und ich zeichne eine Diagonale in mein Quadrat. Quadrat, wissen wir, hat erstens alles gleiche Seiten und zweitens, ich habe jetzt bloß einen rechten Winkel eingezeichnet, wir wissen, dass der genügt, um zu kennzeichnen, ah, das ist sowas. Dann ist das hier eine Flächendiagonale, denn die geht durch eine Fläche hindurch. Wenn jetzt, und jetzt können wir den Pythagoras mal gleich anwenden, wenn jetzt diese Seite hier und diese, wenn die beide einen Meter groß wären, wie groß ist dann die Flächendiagonale, nennen wir sie mal D. Wendet den Pythagoras an, schreibt mal dafür eine Formel auf. Dann müsstet ihr eigentlich geschrieben haben, D Quadrat ist gleich 1 Meter, in Klammern zum Quadrat brauchen wir jetzt nicht zu schreiben, weil 1 mal 1 ist 1, das geht leicht. Und dann können wir also sagen, ich schreibe es mal in schwarz weiter, ne? D ist demzufolge die Wurzel aus 2 Quadratmetern. Wir müssen erst die Summe bilden. So. Die Wurzel aus Quadratmeter geht leicht. Aber da wir die Wurzel aus 2 nie genau genug bestimmen können, es sei denn, man hat geringe Ansprüche, schreiben wir das Meter dahinter. Wir wurzeln also das Quadratmeter, schreiben Meter dahinter und machen die Wurzel dicht hinter der 2. Jetzt könnte man für die Praxis auch sagen, wie viel ist denn Wurzel aus 2? Und das sollte man sich merken. 1,4142 und so weiter. 414, merken. Nebenbei, was man sich auch merken sollte, Wurzel aus 2 halbe ist dann 0,707. Wer genau hingeguckt hat, der wird solche Faktoren, 1,414 oder 0,707, immer wieder sehen, zum Beispiel beim Kopierer. Beim Kopierer heißt, dass ich entsprechend mit 1,414 mein Blatt vergrößere oder das, was ich vergrößern will, oder mit 0,707, also nicht zur Hälfte, ne? Das ist nicht die Hälfte. Was das für Nutzen hat, kommen wir später noch darauf. Aber jetzt, dieses Ergebnis mag uns mal genügen. Ich möchte mal bitte eins machen, damit wir sehen, dass das Mist ist, dass, Entschuldigung, darf ich gar nicht sagen, dass das nicht gut ist, wenn man sagt, Wurzel aus 2 ist 1,414, es reicht mir. Macht mal probeweise, folgendes, tippt mal 1,414 zum Quadrat ein. Das müsste ja theoretisch 2 ergeben. Was kommt dabei raus? Das heißt, wenn ich also Wurzel aus 2 als 1,414 nur so annehme, dann komme ich auf 1,999396. Das ist aber nicht 2. Wenn ich aber Wurzel aus 2 quadriere, kriege ich wieder eine 2 raus. Diesen Umstand, den merken wir uns mal bitte. Erstens die Zahlen. Dies ist wichtig, die ist wichtig, die brauchen wir später immer wieder. Und wir müssen wissen, dass 1,414 nicht wirklich die Wurzel aus 2 darstellt, denn die Gegenprobe ergibt, das ist noch nicht 2. Andererseits aber sehr wohl Wurzel aus 2 hoch 2 wieder 2 ergibt. Das heißt, wenn ich dann damit weiterrechnen will, sowas kann durchaus mal passieren, dass ich mit einem Wurzelwert weiterrechne, den ich dann quadrieren muss, dann habe ich nämlich wieder gewonnen, dann sage ich, prima, das geht leicht. Gut, das bis dahin, jetzt gibt es Fragen. Wir sind wieder da, wir haben gerade das Thema Wurzel aus 2 und Pi und die ganzen unendlichen, furchtbaren, irrationalen Zahlen geklärt. Wir machen mal eine Übung und zwar zu Flächendiagonalen. Mal sehen, ob wir damit zur Rande kommen. Wir nehmen uns mal ein Trapez und das Trapez hat folgende Seitenlängen. Lass das mal 4 cm sein und das sind 6 cm. Und wir wollen mal diese Diagonale ermitteln. Ja, jetzt fehlt uns aber blöderweise noch die Höhe, die von hier bis hier durch diese Ecke geht. Wir können dann spaßenshalber noch die nächste, aber ich will das noch nicht übertreiben. Wie kommen wir jetzt an die ganze Sache ran? Wenn wir keine Höhe haben, kommen wir nicht weiter. Ich zeichne mal noch eine Höhe mit ein. Die Höhe, die kann ich ja sonst wo hinstellen.
Die, nee, warte mal, damit ich dann was machen kann. Die Höhe, die male ich mal hier rein. Die steht bekanntlich senkrecht. Und dieses 3 cm. So, wie kommen wir jetzt weiter? Wie können wir jetzt irgendwie die Diagonale berechnen? Ich habe einen Vorschlag. Verschiebt mal in Gedanken die Höhe. Genau, man kann die Höhe auch hier in die Ecke schieben. Das heißt, ich werde sie hier mal wegnehmen. Schwupp. Und ich zeichne sie hier ein. Und male wieder meine 3 cm dran. Wie geht es dann weiter? Okay, wir machen mal, mal sehen, vielleicht kommen wir jetzt weiter. Wir basteln uns mal ein linkes Arbeitsdreieck, das zeichnen wir gleich extra. Und ein rechtes Arbeitsdreieck, das entsteht hier. Denn die haben beide einen rechten Winkel. Mal sehen, was passiert. Vielleicht kommen wir ja weiter, müssen wir mal sehen. Ach so, höre ich schon gerade. Nehmen wir uns mal das hellblaue. Davon wissen wir einiges. Und wir nehmen uns mal das hellgrüne. Davon wissen wir auch einiges. Mal sehen, ob man damit was anstellen kann. Wunderbar, genau so wollten wir es haben. Viele Hände oben. Wir rechnen erstmal das grüne Biest aus, denn dann haben wir nämlich diese Seite hier unten. Und dann wissen wir, das alles waren 6 cm und dann können wir den Rest ausrechnen. Macht's mal schnell. Also haben wir hier x ist gleich Wurzel aus 7 cm. Wir lassen mal die Wurzel, wir wissen ja, ne, das könnte uns nützen. Wurzel aus 7 und Zentimeter habe ich schon rausgeschrieben aus der Wurzel. Deswegen gibt es auch das Häkchen. Wie groß ist y dann aber? Denn wir wissen ja, hier haben wir x, hier haben wir y. So jetzt. Na, aus dem Umstand, dass x und y zusammen 6 cm ergeben, wenn ich das umstelle, indem ich sage minus x und dann einsetze, dann habe ich 6 cm minus Wurzel aus 7 cm. Ich habe extra die Pause gemacht, ne? Wurzel aus 7 als Zahl. So, das heißt also, hier hätte ich 6 cm minus Wurzel aus 7 cm. Das ist heiß. Ha! Aber jetzt haben wir zwei Größen und jetzt können wir vielleicht die Hypotenuse, nämlich unsere Diagonale, das ist ja, hier liegt sie ja. Vielleicht können wir die ja ausrechnen. Ne? D, die wollten wir ja haben. Diese Diagonale. So, wie müssen wir schreiben? Wir schreiben ganz einfach. D Quadrat ist gleich, jetzt ganz locker geblieben, 9 Quadratzentimeter, ne? 3 mal 3 und Zentimeter mal Zentimeter. Plus, und jetzt, Achtung, 6 Zentimeter plus Wurzel aus 7 cm in Klammern zum Quadrat. Jetzt probiert mal damit was zu machen. Ich erinnere an die binomische Formel. Minus, 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 minus. Hier an der Stelle ist ein Minus. Das war, naja, das war ein bisschen zu früh gefreut. Aber das macht nichts. Minus Wurzel aus 7 cm in Klammern zum Quadrat. So. Genau, jetzt haben wir weitergemacht. D Quadrat ist also 9 Quadratzentimeter abgeschrieben. Und jetzt, ne, zweite binomische Formel, 6 mal 6, 36, Zentimeter mal Zentimeter, okay. Und jetzt 2 mal 6 mal Wurzel 7 und die entsprechenden Zentimeter. Also 2 mal 6 ist 12 mal Wurzel aus 7 Quadratzentimeter. Quadratzentimeter, da ist es doch. Nö, ich habe hinten Zentimeter mal Zentimeter zusammengefasst. Und jetzt plus, und jetzt Wurzel 7 mal Wurzel 7 ist 7 Quadratzentimeter. Und jetzt fassen wir den ganzen Kram mal zusammen. Zusammengefasst haben wir das hier und das hier. Das sind die 52 Quadratzentimeter minus 12 mal Wurzel 7 Quadratzentimeter. Getippt wird also 52 minus 12 mal Wurzel 7. Dann haben wir auch D wieder raus. Und D ist demzufolge die Wurzel aus diesem Ausdruck. Und jetzt tippt das mal ein. Mal sehen, was das wird. Wenn ich dann aus dem Zwischenergebnis von 20, und so weiter die Wurzel ziehe, komme ich auf 4,500109. Ich habe das extra mal jetzt dahinter geschrieben. Zentimeter, denn ich muss ja noch aus den 20, und so weiter die Wurzel ziehen. Wie kann man kontrollieren, ob das ungefähr stimmt? Wurzel aus 7 ist ungefähr 2,8 oder sowas, ne? Wie viel war das? Könnt ihr mal tippen? Wurzel aus 7? Also machen wir mal einen ganz groben Überschlag in Aubergine. 2,6 hatten wir rund. X ist rund 2,6. Und Y dann 6 minus 2,6 ist also 3,4 Zentimeter. Ganz rund.
y, ne, das kommt dann ungefähr hin. Und jetzt kann man sagen, dieses Stück ist kleiner, hat 4 cm, dieses Stück ist ein Stückchen größer, demzufolge muss auch die Diagonale größer sein als diese 4 cm. Beide rechtwinklige Dreiecke verglichen, dann kann man das ungefähr abschätzen und sagen, die beiden haben eine gemeinsame gleiche Seite. Hier habe ich 4 cm, hier ist es auch kürzer, hier habe ich 4,5 cm, weil es ein bisschen länger ist. Also das Stück sind nicht 6, sondern hier noch 3,4 cm. Ist ein bisschen länger als 2,6 cm und da kann man ungefähr abschätzen, dass es stimmt. Das immer im Taschenrechner zwar eintippen mit aller Sorgfalt, aber immer kontrollieren, ob das ungefähr hinkommt. Man vertippt sich nämlich zu schnell. So, jetzt haben wir uns gefragt, und ich füge das mal hier ein, jetzt wird natürlich Quatsch mitkommen, jetzt haben wir uns noch gefragt, jetzt könnte man auch noch diese Diagonale hier, die andere, wenn wir die eine D1 nennen, hier die untere ist D1, also die kurze D1, dann nennen wir die hier D2. Wie kommt man da ran? Wir haben ja mittlerweile einiges ausgerechnet. Also ließe sich so ausrechnen, dass ich sage, ich verschiebe die Höhe hier hin, hier habe ich meine 3 cm. Dann habe ich hier automatisch x, denn das sind gleiche Dreiecke, kongruent. Ne? So. Dann habe ich hier eine Gesamtstrecke, die heißt also 6 plus x. Dann habe ich hier eine Höhe und dann kann ich sofort loslegen und bin mit einem Schlag fertig. Okay, das bis dahin. Jetzt gab es aber noch insgesamt Fragen. Los! Der große Trick an der Sache ist also, dass ich sage, man muss auch mal um die Ecke denken können. Man muss auch mal sagen, naja, nützt ja nichts. Dann schiebe ich einfach mal hier diese Höhe hier, die schiebe ich einfach mal hier hin. Und dann habe ich wieder ein rechtwinkliges Dreieck, weil hier ist ein rechter Winkel, hier ist mein rechtwinkliges Dreieck und so weiter. So kann man also arbeiten. Wir werden uns mit Raumdiagonalen uns beschäftigen und da müssen wir auch noch ein paar Mal tricksen, aber das wird leichter als gedacht. Nochmal, soll ich nochmal kurz Pause machen wegen Fragen? Ja, nochmal schnell. Hm? Natürlich, deswegen mache ich das jetzt auch. Raumdiagonalen. Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Also, naja, Spaß beiseite. Es wäre zu albern. Gut, auf zu den Raumdiagonalen. So, wir haben uns jetzt für unsere Generalskizze, weil die brauchen wir diesmal so, haben wir uns hier ein Dreieck, einen Quader dargestellt. Hier vorne die Körperkanten, die haben wir extra dicker gemacht, die werden nach hinten dünner. Wir stellen uns das als Drahtgestell vor. Und wir haben hier unten in der Grundfläche ein lila gezeichnetes rechtwinkliges Dreieck, das hat hier hinten rechte Winkel, ne, Quader. Und darauf steht das rote Dreieck. Das steht mitten im Raum. Das wird gebildet von der Raumdiagonalen, die geht bis hier vorne oben rechts an den Punkt, runter bis hier unten rechts an den Punkt und nach hinten zu dem Punkt. Gestrichelte Linien logischerweise deswegen, weil das eigentlich verdeckte Körperkanten sind. So, das brauchen wir jetzt gleich. Also, wir haben es hier mit einem Quader zu tun. Hier ist ein rechter Winkel in der Fläche hier unten. Und wenn ich diese Kanten ganz einfach mal mit Länge, Breite und Körperhöhe bezeichne, dann kann ich auch mit den Buchstaben besser umgehen. Dann bezeichne ich die Flächendiagonale mal mit D und die Raumdiagonale einfach mit klein e. Und dann werden wir mal gucken, was da passiert. Wie kommen wir an E heran, wenn L, B und K gegeben sind? Das ist die große Frage. Erster Schritt, Flächendiagonale ermitteln. Und die Flächendiagonale zu ermitteln, ne, das ist der erste Schritt, ist eigentlich ganz leicht. Wenn wir sagen, hier unten bildet sich ja auch ein rechtwinkliges Dreieck, dann kann ich sagen, D Quadrat ist gleich L Quadrat plus B Quadrat. Wenn ich dann aber E haben will, zweitens, also die Raumdiagonale, und zwar die rote Linie meine ich jetzt, dann nehme ich mir dieses rechtwinklige Dreieck, was auf der Flächendiagonale steht und von der Kante K mitgebildet wird. Denn hier ist K nochmal. Hier überall ist K. Hier da hinten ist auch K. Und dann kann ich folgende Beziehung aufstellen. Und jetzt kommt eigentlich die spannende Formel. E Quadrat
ist gleich, und jetzt sage ich, d Quadrat plus k Quadrat, auch nicht schlimm. Und wenn ich jetzt, und jetzt kommt das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn ich jetzt d Quadrat aber schon über diesen Umweg hier ermittelt habe, denn hier steht er, dann kann ich das d Quadrat noch ersetzen durch diesen grünen Teil, und dann kann ich sagen, jetzt schreibe ich mal in schwarz weiter, e Quadrat ist gleich. Und jetzt ersetze ich das hier. Um das geht es. L Quadrat plus B Quadrat plus K Quadrat. Das ist mein K. Ist gar nicht so schlimm, ne? Und wenn ich aus dieser ganzen Summe dann die Wurzel ziehe, dann habe ich auch das E, aber das kann ich mir jetzt sparen. Das ist letzten Endes die Formel, um die Raumdiagonale zu ermitteln. So kann man das machen. So kann man sie sich herleiten. So würde ich es auch grundsätzlich machen. Also nicht immer sich merken, e Quadrat ist l Quadrat plus b Quadrat plus k Quadrat. Das kann auch mal schief gehen, wenn die Dinger nicht l und k und sonst wie, sondern a, b, c und h oder sonst wie heißen. Ne? Also nicht einfach so eine Formel auswendig lernen, sondern sich immer die Formel erarbeiten. Das ist der ganze Trick dran. Gibt es da Fragen? So, gegebenenfalls folgendes Beispiel. Wir machen mal eine Übung. Vorwärts, wir rechnen mal vorwärts. Mal sehen, ob es geht. L sei, ihr macht da eine kleine Planskizze, nicht so aufwendig wie eben, sondern zack, 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 zack. L sei 8 Meter, B sei 4 Meter, K sei auch 4 Meter. Und gesucht ist E. Wie gehen wir ran? Also, kurze Skizze machen. Zack, 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 einsetzen, ausrechnen, Action. Bin mal gespannt. Eigentlich billig, weil wir konnten, weil es, ich habe extra dieses Ding genommen, bloß mal rechnerisch, ne, wir konnten die gleiche Formel L² plus B² plus K² nehmen, weil L² plus B², hier, B², L², ergibt D², und statt D², warum soll ich das extra ausrechnen? Schrittweise kann ich das gleich so machen. Geht leicht. War hier nur einzusetzen. Machen wir mal ein Rückwärtsbeispiel. Und zwar, ich mache mal eine Skizze. So, wir gucken hier in Wismar mal aus dem Fenster. Wir haben da einen schönen Kirchturm. Sieht sehr interessant aus. Wir nehmen mal Folgendes an. Wir machen das mal mit wenig Metern. Wir sagen mal, 10 Meter sei diese Kante. Der Turm hat eine quadratische Grundfläche. 10 Meter und aufgrund des spitzen Winkels überhöhe ich ganz einfach mal und sage, dass von hier bis hier dieses Stückchen, der Giebel ist also 12 Meter hoch. Wie kommen wir da ran? Wir brauchen mehrere Arbeitsskizzen, und zwar wollen wir folgende Linie ermitteln. Diese hier. Wie kommen wir da ran? Also nochmal zur Wiederholung. Die hellblauen Größen sind gegeben, 12 Meter, 10 Meter. Und diese Linie hier ist gesucht, die rote. Das ist irgendeine Diagonale, aber da müssen wir irgendwie rankommen. Die Lösung besteht darin, dass ich mir erstmal Arbeitsskizzen mache, also extra Dreiecke zeichne, wie man da rankommt, um sich das besser zu verständlich zu machen. Mal ein Tipp, konzentriert euch mal auf diesen Bereich. Ich sagte ja, die Grundfläche des Turms ist quadratisch. Bastelt mal was draus. Mein Tipp, wenn ich mir das also als gelbes Hilfswürfelchen angucke, dann hätte ich hier 10 Meter. Aber das ist kein echter Würfel, sondern das sind 12 Meter Höhe hier. So, das ist die Kante. Das sind 10 Meter Kanten. Ich habe das extra in Grau gemacht, damit ich hier sehe, hier habe ich einen Turm. Und der hat hier so ein Dach von oben gesehen. Das bildet ein Kreuz. Hier habe ich meinen Giebel, hier habe ich den anderen Giebel, und jetzt kommt die rote Linie. Die liegt also hier dahinter. Naja, eben, da müssen wir aufpassen. Jetzt brauche ich hier eventuell noch ein neues Skizzchen. Jetzt wieder ein Tipp, jetzt konzentrieren wir uns mal auf diesen Bereich hier. Das heißt also, wir hätten hier in diesem Fall noch eine Arbeitsskizze.
dann kommen wir weiter. Jetzt sind grau wieder. Ist das die Giebellinie? Hier. Hier. Aua. Hoffentlich hat er es überlebt. Und hier hätte ich dann dahinter meine Diagonale. Jetzt müsste es aber klappen. Wenn man sich dieses Quaderchen hier anguckt, dann hätten wir hier eine Länge von 5 Metern. Hier, von hier bis hier sind es 12 Meter. Und dann kann man schon was tun. Dann brauchen wir letzten Endes bloß noch die andere Kante und die sind auch 5 Meter. Ne? Und jetzt haben wir folgende Dreiecke. Das eine, hier drüben mache ich auch 12 Meter. Das eine besteht also aus dieser Linie und dieser und meiner Giebellinie. Hier habe ich die 12 Meter, also ich meine dieses Dreieck hier. Ich werde das Dreieck mal kennzeichnen mit Gelb. Hier dieses Dreieck. Und das geht's, das ist es. So, und dann habe ich also folgende Maße. Hier habe ich 12 Meter. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ne? Ja, ja. Hier meine 5 Meter. Jetzt kann ich diese Diagonale ausrechnen. Nennen wir sie Flächendiagonale, diesmal F, klein f. Und die rote Raumdiagonale, da muss ich mir noch ein anderes Dreieckchen machen. Und zwar schnappe ich mir dieses hier. Achtung, ich mache das mal in Orange. Dieses Dreieck, was jetzt hier mit der Raumdiagonale hier drauf steht. Also habe ich so ein Dreieck. So ein Dreieck. Und das steht alles auf meiner Flächendiagonale F. Kleinen Moment, geht gleich weiter. Hier 5 Meter dran stehen. Hier haben wir die Flächendiagonale, die graue und die Raumdiagonale müssen wir ermitteln. Jetzt können wir aus diesem Ganzen letzten Endes die Formel herleiten für das, um was es geht. Also, dann machen wir es mal. Jetzt haben wir hier letzten Endes ganz einfach gesagt, naja, R² ist gleich F² plus 5 Meter in Klammern zum Quadrat. Stimmt das? Achtung, ich habe hier ein bisschen blöd gemalt. Ich hätte hier den rechten Winkel so malen müssen. Hier. Ja, also diese Linie, die muss so sein. Dann stimmt das. Immer überprüfen, was man macht, ist wesentlich sicherer. So. Na, gut. Jetzt ist es besser. Also stimmt das. Naja, dann kann ich sagen, okay, F², das mache ich mit diesem gelben Dreieck. F² ist 12 Meter in Klammern zum Quadrat und 25 Quadratmeter, 169 Quadratmeter, kann das hier einsetzen. Und dann summiere ich und dann kann ich letzten Endes R ausrechnen. Das wollten wir ja rot machen. R ist dann die Wurzel aus dieser Summe. Hier habe ich noch das Quadrat vergessen. Und R ist demzufolge wie groß? Ja, ja. Wir haben jetzt R als 13,928 Meter ausgerechnet. Die drei Stellen hinter dem Komma reichen uns. Wenn sie genau sind, vor allem bei Millimeterbereich, bei Kirchtürmen ist ein bisschen Schmuck am Nachthemd. Ne? Aber wir haben gerade festgestellt, Mensch, eigentlich war das ja gar nicht so schlimm. Die Rechnung selber ist ja total billig. Das geht ja. Das scheinbar Schwierige besteht darin, hier öfter mal zu malen. Wenn das gegeben ist, dann hier die erste Arbeitsskizze zu erkennen. Es gibt noch andere Wege. Vielleicht kriegen wir dann noch einen. Dann hier wieder, also das, der Weg, der ging von hier nach da und dann nach da und da. Also diese ganzen Dreiecke sich raus zu mietzeln, das war die Kunst an der Sache. Ne? Aber ich denke mal, es lässt sich machen. Unterm Strich, so schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Denn wenn man einmal diese rechtwinkligen Dreiecke richtig erkannt hat, und das ist der ganze mathematische Trick der nächsten Zeit. Wir werden überall rechtwinklige Dreiecke finden und erstmal suchen und dann finden, um dann letzten Endes dazu zu kommen. So, kurz noch Pause für Fragen. Gut,
Wir haben also das alles ausgerechnet, was nötig war, und können uns glücklich schätzen, denn in der nächsten Zeit werden wir uns stets mit dem Finden und ähnlichen rechtwinkligen Dreiecken beschäftigen. Ja.